Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke. Wir haben heute einen Stargast da, der Zai, ne? Hol doch die Polizei, ihr kennt ihn alle. Wir haben sogar noch einen zweiten Stargast, der sitzt hinter der Kamera. Das ist der DJ Andonov, ne? Also, der ist auch hier am Start. Der hat eigentlich gar keine Funktion. Der sitzt einfach nur hinter der Kamera, wie das der Starbeauftragte damals gemacht hat. Ja, ja. Ich habe schon ewig eine Challenge, die ich machen muss, weil der Bo damals das hier gefunden hat. Carpe Diem Kombucha Classic. Ich weiß nicht, was das ist. Du weißt nicht, was es ist. Der DJ weiß nicht, was es ist. Keiner weiß es. Es müsste wohl ein Teegetränk sein. Hier steht nämlich drauf: Glaubst du an Karma? Wir auch. Deshalb diese Flasche aus. Ach, das ist nur fürs Recycling-Ding. Egal. Es ist auf jeden Fall irgendwie ein Teegetränk. Kombucha, karbonisiertes Teegetränk, fermentiert und wärmebehandelt. Und da kommen wir nämlich schon zum großen Clou. Der hat wahrscheinlich eine Challenge gemacht, weil das wohl doch vielleicht einen sehr säuerlichen oder sauren Geschmack an sich hat. Säuerlich und sauer ist das Gleiche, wa? Und hat probiert, der Bo hat probiert, schafft er eine Flasche Kombucha auf Ex? Oder wie lange braucht er halt, um eine Flasche auszutrinken? Und der Zai hat gesagt, er ist riesen Kombucha-Fan. Was? Er kennt's nicht, haben wir gerade noch erzählt. Hat der Bo es eigentlich geschafft? Der hat es irgendwann geschafft. Mittlerweile hat er seinen Kanal gelöscht und alle seine Videos, so wie es ausschaut. Ich wollte nämlich das Video von ihm runterladen, dass ich es hier mit einblenden kann, aber das scheint nicht zu funktionieren. Irgendwie sind alle der Bo-Videos weg. Wenn euch das aufgefallen ist, schreibt es mal in die Kommentare. Kennt ihr überhaupt der Bo? Ich kenne das Bo. Ich habe auf jeden Fall, sicher, Dicker, ich auch. Aber mittlerweile zwei Flaschen, weil ich gesagt habe, das gibt's bei mir nicht. Hat mir die Shania, glaube ich, eine geschickt und der Bo selber hat mir eine geschickt. Deswegen wollen wir das probieren, aber du hast ein Gläschen dabei. Damit der Kameramann vielleicht mal probieren möchte. Wir haben uns nämlich gedacht, weil ich will mich komplett drauf einlassen, egal wie es schmeckt. Der Zai hat Angst, der würde eigentlich Angst. Gerne vorher mal probieren, damit er weiß, um was es geht. Aber wir haben gesagt, wir machen jetzt einfach mal den Zai seine Flasche auf. Der will euch, du willst mich noch nicht spucken sehen. Oh, das riecht wie Mate. Nee, das riecht wie, hier, Dingens, wie heißt das? Federweiße. Ja? Ja. Federweiße ist geil. Federweiße. Und riechst du jetzt gleich das Gläschen. Und ein Gläschen geben wir jetzt mal dem Kameramann, dass der einfach mal anhand der Reaktion von dem Gesicht, was er hat, sehen wir ja dann, Moment, ob das jetzt schmeckt oder nicht schmeckt. Boah, es geht eigentlich noch, aber es riecht wie Federweiße. Es riecht ein bisschen vergammelt. Federweißer gärt aber auch. Ja. Den lässt man sogar den Deckel nicht zu. Aber das riecht so ein bisschen, wie so abgestandener Rotwein, so ein bisschen, finde ich. Aber ja, ich trinke den immer direkt, wenn ich meine Familienpizza hole, haue ich mir die ganze Flasche immer beim ersten Stück rein. Ich weiß nicht, wie abgestandener Rotwein schmeckt, deswegen. Soll ich mal jetzt immer einfach mal einen Shot trinken? Einfach mal probieren. Auf Ex, hier das Gläschen, zack, und dann mal gucken. Schmeckt's, schmeckt's nicht? Jetzt sagst du, ach, er ist eigentlich süß, schmeckt nach Tee. Schmeckt das, ich finde, das schmeckt fast nach gar nichts tatsächlich. Also schmeckt wirklich nach nichts. Also ich schmeck dann nur Wasser. Also wenn das jetzt so, auf der Basis von Federweißer ist, dann gibt es halt bösen Flatterschiss. Aber ansonsten so, ist das nicht problematisch. So eklig finde ich den jetzt tatsächlich gar nicht. Ich denke mal, das heißt, du brauchst bestimmt nicht vorher probieren, wie das schmeckt. Nee. Das also wollte ich auch gar nicht. Schließen wir deine Flasche wieder original zu. Ich wollte und ich wollte einen Eindruck von ihm. Es geht. Wollen jetzt mal gucken, ob wir es schaffen, diese Flasche auf Ex zu trinken oder halt relativ zügig zu trinken oder wie auch immer. Also einfach mal austrinken und gucken, wie weit man kommt und wie das schmeckt, erfährt man ja währenddessen. Ich mache jetzt meine hier auch auf. Die ist bis 4,23 haltbar. Läuft das gleichzeitig oder abwechselnd? Also erst du, dann ich, oder machen wir es gleichzeitig? Das soll ich dich rausschneiden und unter mich selber hängen? Willst du zuerst deine trinken und dann schiebe ich dich unter mich? Das macht das Video natürlich länger, wenn wir nacheinander machen. Ach, dann trink halt deine und wir gucken mal, wie lange er braucht und sind gespannt da. Du darfst auch anfangen. Aber gleichzeitig wäre auch cool. Ich weiß es nicht. Gleichzeitig wäre witziger, fühlt man sich unter Druck gesetzt. Aber zusammen hast du so diesen Dani-Effekt, dass du das Video voll bekommst, deine 8 Minuten. Dann lass uns halt gleichzeitig machen. Ihr habt eh jetzt schon 5 Minuten gelabert. Ja. Probier es erstmal. Ich ein bisschen. Für mich riecht das irgendwie wie so Traubensaft. Ja, ein bisschen. Er ist ja, witzigerweise ist ja nicht fertig gegorener Wein. Also würde ich sagen, viel Spaß. Mach halt, wie es bei dir passt. Und dann würde ich sagen, Prost.
Komm, Ramses tropft schon runter. Du. Das hast schon fertig, der Mario ist noch gerade bei der Hälfte. Ich finde, das Problem ist, das geht total schlecht aus der Flasche raus, ja. Ich habe das noch nie erlebt. Du trinkst und da denkst erst, das ist Sirup, der so klebt und immer so bröckchenweise in deinen Mund fließt. Ich habe gedacht, das ist flüssig und läuft einfach rein, aber das war gerade wie ein Löffel Sirup und noch ein Löffel Sirup und noch ein Löffel Sirup, als würde dich jemand füttern. Deswegen habe ich begonnen, zwischendurch immer auf die Flasche zu drücken, in der Hoffnung, es kommt schneller raus, aber da habe ich noch nie erlebt, sowas vom Trinken. Ich finde aber trotzdem, eigentlich, jetzt, es war eigentlich ganz angenehm, oder? Erfrischend. Erfrischend? Also der Geschmack ist jetzt nicht so, nee. wie man sich das... Wie eine Traubenschorle. Ja. Ich dachte jetzt, ich hab über was gesprochen. Ich habe mir voll die Filme geschoben. Ja, als ich hier jetzt auch gelesen habe drauf, fermentiert, habe ich mir auch so gedacht, so... Man merkt definitiv, dass es ein Teegetränk ist. Also diese Teenote kommt gut raus. Es ist vielleicht ein kleines bisschen säuerlich, aber so wie wenn ihr halt irgendwie Traubensaft oder so trinkt. Und... Wie Sirup, dickflüssig. Ich denke, dass man musste das eher essen als trinken. Ich denke, das wird halt die Darmregulierung ein bisschen anregen, aber ansonsten denke ich, ist das jetzt nicht so wild. Ja, dann müssen wir gleich mal in Rewe, müssen dir eine Flasche Brottrunk kaufen, denn da hast du den widerlichen Geschmack, um den es geht. Eigentlich müsste ich sagen, ich bin enttäuscht, weil ich dachte, das wird richtig eklig und jetzt ist es eigentlich nur ein leckeres Getränk. Aber gut. Schade, dass wir das Video von der Bo nicht mehr haben. Wir haben aber uns, wenn ihr das kennt, wie gesagt, schreibt's rein. Carpe Diem, Kombucha, Classic, da gibt's wahrscheinlich auch noch viele andere Sorten. Also Carpe Diem ist wahrscheinlich die Firma, Kombucha ist das Ding wahrscheinlich. Schreibt's mal rein, wenn ihr noch was anderes kennt. Darf ich noch was sagen? Du musst noch reden, wir haben noch 20 Sekunden Zeit. Okay. Weil ich hab nämlich gesehen, dass es von der Rauchfirma, vielleicht kennen irgendwie Rauch-Eistee. Ja, genau, davon ist das. Das steht da drauf hinten. Wusstest du, dass Rauch-Eistee jetzt auch Eistee in Dosen mit Koffein hat? Ich weiß auf jeden Fall, dass der Eistee ziemlich eklig ist, seitdem die da irgendwie keinen richtigen Zucker mehr reingetan haben. Die haben da jetzt irgendwie so einen Zuckersatzstoff drin. Das schmeckt überhaupt nicht mehr. Zuckersackstoff. Ersatzstoff. So. Also ich Rauch-Eistee in Dosen hat, haben immer gesagt, das ist der Beste. Und jetzt haben wir gesehen letztens, es gibt auch Rauch-Eistee mit Koffein in zwei verschiedenen Sorten. Tropical und Pfirsich. Habe ich erst getestet, aber das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, weil ich das später hochlade. Oder ich muss es rumdrehen. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Danke, Zai. Geht's dir immer noch gut? Ja. Ich habe gerade festgestellt, du hast ein Haar, ein Bart, das sieht aus wie eine Raupe. Raupi! Da musste ich die ganze Zeit drauf gucken. Grad. Vielleicht kommt hinten ein Snack. Du musst es gar nicht bürben. Was ist denn los? Ist es unhöflich oder was? Noch aufstoßen, rülpsen. Hab ich doch schon zwei, dreimal. Habe ich alles verpasst. So, Dankeschön für die Kameraführung, die holde Maid, ne? Und wir sehen uns beim nächsten Mal. DJ Andernov in the house und checkt mal seinen Kanal aus, Bubble Dash. Jede Woche neues Video. Schön wär's.